Hallo von unserer letzten Plenarsitzung in diesem Jahr 2022 hier in Straßburg. Normalerweise ist diese letzte Plenarwoche in der Woche vor Weihnachten eine Woche des Friedens, des weihnachtlichen Friedens in unserem Parlament. In diesem Jahre nicht. Ein Korruptionsskandal hat das Parlament erfasst und es scheint wohl so zu sein, dass eine kriminelle Gang bestehend aus einigen wenigen Abgeordneten und einer Gruppe von Assistenten viel Geld geschöffelt hat im Europäischen Parlament. Zuerst einmal muss man natürlich sagen, gut, dass das Ganze aufgeflogen ist und dass die Sicherheitsmechanismen im Parlament diesbezüglich funktioniert haben. Aber nun ist der Sumpf trocken zu legen und zwar konsequent. Die involvierten Abgeordneten müssen zurücktreten, die involvierten Assistenten müssen das Parlament verlassen. Und wir müssen auch unsere Lehren aus dem Ganzen ziehen. Es ist nämlich schon eine neue Dimension, dass autokratische Staaten versuchen, ein demokratisch gewähltes Parlament zu schmieren. Das hatten wir in dieser Dimension bisher noch nicht. Und dann wird deutlich, dass es Nichtregierungsorganisationen gibt, welche alles andere als transparent sind, zwar von uns Politikern tagtäglich Transparenz einfordern, selber aber nicht die minimalsten Transparenzkriterien einhalten und die in dieser Form nicht weiterarbeiten können oder mindestens nicht Beziehungen mit dem Europäischen Parlament haben können. Und ich bin zuversichtlich, dass wenn wir vernünftige Lehren daraus ziehen, dann können wir auch diesen Skandal hinter uns lassen. Wir hatten in dieser Woche zum Glück auch Erfreulicheres. Wir haben den Sacharow-Preis übergeben, wie jedes Jahr. Das ist ein Preis, den das Parlament übergibt für Menschen und Organisationen, die sich besonders für Menschenrechte eingesetzt haben. In diesem Jahr ging der Preis an das Volk der Ukraine und der ukrainische Präsident Zelensky hat per Videokonferenz zu uns gesprochen, hat sie in den Plenarsaal hineingeschaltet. Und dann haben wir einen wichtigen Bericht verabschiedet, auch für uns in Südtirol. Und zwar haben wir über ländliche Gebiete gesprochen und über die Bedeutung, welche ländliche Gebiete für die Europäische Union haben. Gut auch, dass wir in diesem Zusammenhang wiederum auch in dieser Plenarversammlung über den Wolf abgestimmt haben und dass das Parlament sich erneut mit deutlicher Mehrheit dafür ausgesprochen hat, den Schutzstatus des Wolfs in der Europäischen Union abzusenken. Ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung.